Hallo, herzlich willkommen wieder auf meinem Channel. Es geht in der Satellitenempfangstechnik weiter mit einem sehr wichtigen Thema. Und zwar wollen wir berechnen einmal den Pegel, den ich rausbekomme an meiner Empfangsdose, beziehungsweise mal so ein bisschen erörtern, was Dämpfung heißt, beziehungsweise Verstärkung heißt. Dazu sollte ich wissen, dass ich natürlich eine Leitung verlege, wo hohe Frequenzen drüber laufen. Und ich hatte auch schon in diesem Thema gesagt oder im vorangegangenen Themen gesagt, dass je höher die Frequenz ist, desto mehr Dämpfung ich dementsprechend auf der Leitung habe. Das muss ich alles beachten. Natürlich auch auf die Leitungslänge und so weiter und so fort. Was ist überhaupt der Pegel, ja, den wir hier immer hören, beziehungsweise den Wert oder die Einheit Dezibel? Die Einheit Dezibel, die wurde geschaffen, um sehr einfach damit meine Struktur zu errechnen, beziehungsweise was für ein Signal ich am Ende herausbekomme, welche Signalstärke ich am Ende herausbekomme. Und wie hat man das gemacht? Ja, man hat herausgefunden, es gibt einen logarithmischen Zusammenhang zwischen der Eingangsspannung, Ausgangsspannung bzw. Eingangsleistung, Ausgangsleistung, Eingangsstrom, Ausgangsstrom. Und das wirklich kurz gesagt, das ist die Lösung. Ja, es erfolgt keine lineare Funktion zwischen Ausgangs- und Eingangsspannung. Ja, das erfolgt alles logarithmisch. Und deswegen hat man dann diesen Kunstwerk Dezibel geschaffen, mit dem man einfach nur noch Plus bzw. Minus rechnen kann. Kommen wir jetzt zur Verstärkung bzw. zur Dämpfung. Hier ist nochmal, was bedeutet das? Ja, Pegel bzw. was heißt Verstärkung, was heißt Dämpfung? Vielleicht, weil hier irgendwas mit PX oder U0 steht, ja, nochmal zur Erklärung, hier steht UE und PEIE, ja, kann ich ja mal daneben schreiben, dass mit UE dementsprechend U0 gemeint ist, also der Eingang, beziehungsweise bei UA würde dann UX stehen und so weiter und so fort, ja, so ist das dementsprechend aufgeschlüsselt. Wenn der Eingang jeweils höher vom Pegel ist als der Ausgang, dann sprechen wir dann, das Signal ist weniger geworden von der Stärke her, es wurde gedämpft. Dagegen, wenn der Ausgang stärker ist vom Signal her, von der Spannung her, von der Leistung her als der Eingang, dann haben wir natürlich irgendwo zwischendrin es geschafft, das Signal anzuheben, und zwar, ja, ich wüsste das hier, weil es rot auf rot ist, dementsprechend zu verstärken. Ja, dazu gibt es mehrere Möglichkeiten, die man hat. In der Regel ist es ein popliger Verstärker, der das Signal annimmt. Ich muss aber immer darauf aufpassen, wenn ich einen Verstärker nutze, dann verstärke ich nicht nur das Nutzsignal, sondern ich verstärke natürlich auch das Rauschen. Ja. Oder ich benutze irgendwelche Filter, die ich zusätzlich einbaue, um dann bestimmte Störsignale auf bestimmten Frequenzen dementsprechend rauszuhalten. Geht es weiter? Hier nochmal der Zusammenhang zwischen Eingangsgrößen und Ausgangsgrößen im Verhalten der Verstärkung. Ich hatte gesagt, das ist eine logarithmische Lösung bzw. Gleichung, die ich hier habe. Ja, hier sehe ich auch nochmal das Eingangssignal und hier das Ausgangssignal. Bei der Verstärkung ist das größer als das Eingangssignal, klar. Ja, bzw. umgekehrt, hier sehen wir die Gleichung für die Dämpfung. Ja, wer sich damit ein bisschen auseinandersetzt, ja, der wird das dementsprechend auch natürlich leicht verstehen können bzw. ausrechnen können. Manchmal kann man das auch ziemlich gut machen. Ja, ich habe einen Wert in dB gegeben, kann das Ganze rückwärts wieder ausrechnen. Was bedeutet das für meine Spannung? Wie hat sich meine Spannung verändert? Aber in der Regel wird wirklich mit Addition und Subtraktion gerechnet. Ja, das ist natürlich das Einfachste und das Schnellste, was ich machen kann.
Kommen wir mal zu so einer Beispielberechnung, ziemlich leicht nachzuvollziehen. Ja, ich werde jetzt hier ein paar Werte oder Pegelwerte anschreiben, beziehungsweise Dämpfungswerte anschreiben. Ja, und dann werden wir das Ganze mal zusammen rechnen. Was habe ich denn am Ende hier an der Dose für ein Signal? Reicht das überhaupt noch aus, damit der Receiver bzw. hier der Tuner damit zurechtkommt? Ja, kann er das auslesen? Das Schöne an der Digitaltechnik ist, dass ich natürlich ein Signal habe oder kein Signal habe. Ja, bleibt das Bild stehen? Ist das verpixelt auf einmal und bleibt stehen? Ja, oder ist das Bild flüssig? Natürlich kann ich dort den Pegel nicht erkennen. Ja, ich kann auch bei schlechten Signalstärken natürlich trotzdem ein sehr, sehr gutes Bild erhalten. Das ist heutzutage Digitaltechnik. Früher konnte man das leicht erkennen. Ja, wenn das Bild immer schlechter, schlechter, schlechter wurde, ja, dann hat man gewusst, okay, jetzt muss ich mal irgendwas tun, vielleicht aufs Dach klettern oder sowas, oder wusste, okay, das Wetter ist heute schlecht. Heutzutage kann man das so leicht nicht mehr bestimmen, es sei denn, man geht ins Eingemachte vom Receiver oder vom Tuner, dann sieht man die Signalqualität bzw. natürlich auch dann die Pegel. Okay, fangen wir aber an zu berechnen. Dazu nehme ich mal hier ein Eingangssignal in der Regel, das ist immer so meine Lieblingsgröße und auch so zwischendurch. Ihr habt das auch gesehen, als ich auf dem Platz war, ja, was ich da für einen Pegel hatte. Boah, ich hatte ja so gute freie Sicht, dass das recht gut geklappt hat. Ja, aber in der Regel so recht. Lasst uns mal mit 78 dB hier oben anfangen. Das heißt, wenn ich mein Messgerät ja ansetze am LNB, ja, dann gucke ich drauf und ich habe einen Eingangspegel hier von 78 dB bzw. hier am Ausgang vom LNB diese 78 stehen. Gut, wie gehe ich weiter? Was nehme ich an? Ja, die Strecke meinetwegen von dort nach dort, lasst uns die mal auf, was können wir nehmen? 3 Meter nehmen. Ja, ich schreibe das mal auch auf. Hier sind es 3 Meter. Von der Strecke her, wie könnte man dann weitergehen? Sage ich mal, von hier aus bis runter zum Multischalter ist das ungefähr eine Strecke von, ja, ich nehme mal wirklich 20 Meter. 20 Meter schreibe ich hier mal dran. Das ist die komplette Strecke von dem Punkt bis nach da unten zum Multischalter, wo ich verteile. Okay, vom Multischalter geht das ja auf die unterschiedlichen Etagen drauf. Ja, das seht ihr hier. Und sagen wir mal, das ist, wenn ich vom Keller aus hochgehe, was haben wir da? Sagen wir mal maximal, hier habe ich 15 Meter. Ja? Und was habe ich hier oben, wenn das direkt eine Etage drüber ist, sternförmig, ist das auch gelegt. Ja, das ist einfach ein Wohnzimmer oben drüber, dann würde ich damit, sagen wir mal, auch 20 Meter. Ja, wenn ich hier 15 Meter habe, da habe ich 20 Meter. Das ist natürlich hier alles ein bisschen fiktiv, sollte man natürlich genau ausmessen, wenn man solche Vorbereitungen trifft. Gut, habe ich was vergessen? Ja, ich muss jetzt ein paar Dämpfungswerte noch eintragen. Ja, das sind erstmal, betrifft nur meine Leitungen, wo ich die Dämpfung bekomme. Jetzt muss ich natürlich wissen, was für eine Anschlussdämpfung hat meine Dose, was für eine Dämpfung hat hier mein Multischalter zum Beispiel, beziehungsweise was für eine Dämpfung haben hier meine Zwischenglieder. Ja, das kann ich auch mal so ein bisschen fiktiv angeben, beziehungsweise mal so grob überschlagen. Ja, man kann auch so ein bisschen schlechter rechnen, ja, nämlich wenn auch das Wetter auch natürlich sich ein bisschen verschlechtert und so weiter, dann ändert sich natürlich auch hier der Eingangspegel und so weiter und so fort. Ja, das muss ich natürlich auch mit beachten. Also werde ich so alles ein bisschen aufrunden. Ich nehme eine Leitung, die ziemlich gut ist, auf 100 Meter. Ja, ich schreibe das mal hier auf die Seite hin. Auf 100 Meter hat diese Leitung, die ich nehme, ungefähr 30 dB. 30 dB auf 100 Meter Dämpfung. Ja, vielleicht schreibe ich es hier und ich muss das abkürzen, sonst komme ich in mein Bild rein.
Dämpfung der Leitung 30 dB auf 100 Meter. Gut, damit kann ich jetzt hier alles ausrechnen, was ich hier habe. Ja, dann schreibe ich hier an meine Dose dran. Wir haben das schon mal behandelt, als wir die Dosen besprochen haben oder ich besprochen habe. Ja, ungefähr Anschlussdämpfung 2 dB. Hier genauso 2 dB Anschlussdämpfung an der Dose. Natürlich sollte ich hier auch noch die Leitung, das lasse ich aber mal so sein. Wir gehen ja mit unserem Messgerät direkt hier an die Dose dran und erhalten dann einen Wert. Sollte ich dann natürlich noch ein bisschen Reserve halten und haben. Ja. Gut, hier dieser Multischalter, lass uns den mal so von Dämpfung 2 dB nehmen. Ja, ich hatte auch schon erwähnt bei Multischaltern, der eine oder andere tut sogar noch ein bisschen was bei an Stärke. Aber ich gehe mal hier davon aus, dass ich die 2 dB mir abziehe. Gut, habe ich irgendwas vergessen? Ja, das werde ich gleich mit reinrechnen. Und jetzt geht es eigentlich los. Gut. 78 dB, ja. So, da ist die 78 und jetzt aufgepasst, ich habe natürlich Signalstärkeverlust, das heißt, ich muss subtrahieren. Insgesamt nicht nur 3 Meter, sondern hier die 20 Meter noch dazu, beziehungsweise ich könnte ja alle Leitungen jetzt einfach auf einen Rutsch dazu nehmen, beziehungsweise separat für die Anschlüsse nehmen. Ja, lasst uns einfach gucken. Okay, für die 3 Meter auf 1 Meter ist das hier, auf 1 Meter ist das 0,3 dB pro Meter. Gut. Damit kann ich schon ein bisschen was anfangen. Das wären 0,9. Ja, hier, das wären 0,9. Soll ich das dran schreiben? Ja, ich schreibe mal hier 0,9 dran. So, dann hier die 20 Meter. Das heißt ungefähr 6 dB. Ja, mal vielleicht doch in einer anderen Farbe. 6 dB. Ja, hat diese 20 Meter. Dasselbe habe ich natürlich auch hier. Und hier für die 15 Meter, 15 mal 0,3, 30, 45, das sind 4,5 dB, die ich hier habe. Okay, dann bin ich eigentlich schon ziemlich durch. Ja? Das runde ich hier mal auf 1 dB auf, hier, nämlich habe ja noch den Erdungsblock hier dazu, also sage ich mal, rund 1 dB an oder hinter dieser Stelle. Gut, dann fangen wir doch da an. 78 dB lasse ich so stehen. Ja, minus und jetzt 1 dB. Weiter geht's. Minus und jetzt bis nach unten Multischalter sind das 6 dB. Und jetzt gehe ich einfach in diese zu den Dosen hin. Das wären die nochmal, gehe ich jetzt zur ersten Dose. Ja, minus 6 dB. Und habe hier noch, ich berechne jetzt das für den Anschluss, nochmal 2 dB. Muss nochmal kontrollieren. 78 dB an Ausgang. 1 dB zu dieser Stelle, 6 dB nach da unten, 6 dB wieder nach da oben, 2 dB an der Dose und was ich vergessen habe, diese 2 dB auch nochmal vom Multischalter abzuziehen. So, und dann bin ich hier fertig mit dieser Dose hier. Ich werde das auch mit einem Pfeil versehen, ja, damit ihr das auch schön seht. An dieser Dose habe ich dann einen Wert von 2, 4, 10, 17, 78 minus 17 sind 61.
was ich an dieser Dose dann habe. Ja? Gut, das weiß ich jetzt, das habe ich da. Mit dem Signal kann ich leben. Grenzwert ist 51 dB. Ja? Jetzt habe ich natürlich noch ein bisschen hier Toleranz und so weiter und so fort, aber das reicht für mich vollkommen aus, um eigentlich gut Fernsehen zu gucken, auch bei schlechtem Wetter und so weiter und so fort. Gut, jetzt brauchen wir nur noch vielleicht das ausrechnen, aber wenn ich hier schon mal 15 Meter habe und hier 20, dann ist das natürlich die weitere Strecke und ich hier schon allein 61 dB habe, dann ist das natürlich gut. Was ich hier einfach rechnen kann, damit ich hier auf diesen Wert komme, ja, das sind nämlich hier von der Leitungslänge her sind das ungefähr 1,5 dB weniger an Dämpfung, die ich habe. Also dann rechne ich das drauf. Das heißt, für diesen Anschluss, ja, würde ich dann wirklich, ich schreibe das mal wieder hin, damit wir hier das haben, ja, plus 1,5 dB, da müssten an dem Anschluss 62,5 dB sein. Das muss ich natürlich alles irgendwie nachweisen bzw. auch messen und das wäre jetzt so in der einfachsten Art und Weise diese Messung. Wenn ihr euch das schön Schritt für Schritt mit anschaut, ja, dann seht ihr, wie ich auf diese Werte gekommen bin. Ja, und können wir natürlich dann zuweisen. Okay, das ist die Pegelberechnung in einfachster Art und Weise, die ich machen kann oder muss. Und ja, ich hoffe, ich habe euch damit ein bisschen unterstützt, damit klarzukommen. Einen kleinen Tipp, jede Firma, die mit Satellitentechnik in Deutschland zu tun hat, hat auch ein Planungstool. Man kann dort auch Beispiele dementsprechend sich anschauen, wie man solche Satellitenanlagen aufbaut zu sehr großen Anlagen und hat auch die Möglichkeiten, Berechnungen zu machen mit diesem Tool. Und sogar in Excel-Tabellen sich die Dämpfungswerte oder die Pegelwerte auszudrucken, ja, und damit natürlich dann auch so eine Anlage richtig gut zu planen. Das ist natürlich der Tipp, den ich euch geben kann. Guckt auf die Internetseiten drauf, ja, und ihr werdet unter den Service dann oder Planungstools dann dementsprechend auch so eine Berechnung durchführen können. Ja, richtig klasse gemacht von den einzelnen Herstellern. Ja, genaueres kann ich euch natürlich auch noch verraten. Okay, damit bin ich raus. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Nacht oder einen Morgen und sage euch Tschüss.